Ich grüße euch alle herzlich zurück hier bei Assassin's Creed Unity. Mittlerweile wieder mit etwas besserer Stimme, daher auch in diesem Video mit der angekündigten Hauptsequenz. Erstmal hier ein wenig Geld für uns. Und ja, ich habe bereits die Schnellreise hierhin betätigt, da ich mir gedacht habe, das bisschen Zeit können wir uns auf jeden Fall schon mal sparen. Ich schaue gerade mal. Falsche Taste. 279.000, das ist schon Wahnsinn. Aber längst noch nicht alles, Leute. So, wir wollen es aufmachen in Richtung der Hauptsequenz. Ich schaue gerade mal, ich denke mal, da wäre eine Schnellreise empfehlenswert. Ja, warum nicht, ne? Ein bisschen räuspern. Und ich würde sagen, auch wenn meine Stimme natürlich noch minimal angeschlagen ist, machen wir jetzt weiter mit der Story, denn sind wir mal ehrlich, das wird uns nicht stoppen und ich probiere es so, ja, trotzdem so gut wie möglich, wie nur irgendwie möglich, zu präsentieren und natürlich zu kommentieren. Ja. Ich bitte euch gleichermaßen natürlich um Verständnis, wenn das ein oder andere seltsam klingt, aber ich bin jetzt auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung und finde, dass das mittlerweile auch recht gut funktioniert. So. Es sieht schon toll aus, auf jeden Fall. So, runter hier. Und ihr wisst ja, was uns erwartet. Die Hinrichtung des französischen Königs. Oh Mann. Was ich mich halt wirklich frage, wie sie diese Szene inszenieren wollen. Denn das ist ja sicherlich ein, wenn nicht sogar der Höhepunkt der französischen Revolution, den wir hier gemeinsam besuchen werden. Aber natürlich haben wir anderes zu tun, als schlichtweg anwesend zu sein. Denn die Templer haben ja über seinen Tod entschieden. Beziehungsweise unser guter Templer, es wurde ja abgestimmt. Und die Entscheidung lag letztendlich bei einem Templer. So. Elise. Die Hinrichtung. Germain ist irgendwo auf der Tribüne und schaut sich die Hinrichtung von Ludwig dem 16. an. Oh Mann, wie gesagt, ein Höhepunkt der französischen Revolution. Bist du sicher, dass Germain kommen wird? Ja, ganz sicher. Worauf warten wir dann noch? Trennen wir uns, dann sind wir auch schneller. Ich habe mit einem flüssigen Übergang gerechnet und war jetzt schon hier gespannt am Controller. Oh Mann. Der König. Bringt den Verurteilten vor. Germain eliminieren, den Weisen, das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen. 2 Fundstücke, 8 Verstecke, 53 Wachen. Zwei Schützen töten. Okay. Oh Mann. Ich bin an dieser Stelle still und lasse euch einfach nur die Atmosphäre genießen, Leute. Lassen Sie uns unbeschadet!
Kürbis verkaufen. Provoziert mich nicht! Les ennemis de la Révolution seront réduits en laissant! So, es bleibt spannend, Leute. Nein, jemand hat Renault ermordet. Was zum Geier? Da haben wir ihn. Germain. Hallo, Arnaud. Monsieur Germain. Wie passend, euch bei der Wiedergeburt des Templerordens zu treffen. Immerhin wart ihr auch beim ersten Schritt dabei. Monsieur de la Serre. Ja, ich wollte, dass er versteht. Der Orden war korrupt geworden. Klammerte sich nur noch an Macht und Privilegien. Doch ihr habt das korrigiert, oder nicht? Durch den Tod des Mannes an der Spitze. De la Serres Tod war nur der erste Schritt. Nun folgt das Meisterstück. Bürger, ich sterbe unschuldig. Meine Herren, ich bin an allem unschuldig, wessen man mich beschuldigt. Ich wünschte, dass mein Blut das Glück der Franzosen zementieren würde. König ist nur ein Symbol. Ein Symbol kann Angst schüren. Und Angst sorgt für Gehorsam. Doch irgendwann verliert der Mensch die Furcht vor Symbolen, die er sieht. Für diese Wahrheit ist der Mollet gestorben. Der göttliche Anspruch von Königin ist nicht mehr als der Glanz von Gold in der Sonne. Wenn die Krone und die Kirche im Staube liegen, werden wir, die das Gold haben, die Zukunft formen. Entschuldigt mich. Einen schönen Tag noch. Los! Ein guter Auftritt. Was machst du? Lauf ihm nach!
Ich lasse dich nicht hier sterben. Stand zurück! Somit ist also Germain entkommen. Elise, wir müssen los. Ich schaffe das. Hol dir Germain. Da bist du ja. Betäubte Gegner, wir können das nicht. So. Na, lauf doch schneller, Elise. Komm schon. Ich würde mir ja gerne Germain holen, aber das Spiel will was anderes von mir. So. Aber ich kann Arno auch verstehen, dass er dies hier nicht opfern will. Elise, warte! Aber warum läuft sie nicht und wir kämpfen? Das verstehe ich nicht. Na gut, sie ist natürlich keine Assassine. Aber wo läuft sie hin, frage ich mich gerade. So. Auf Wiedersehen. Elise, warte. Oh Gott, jetzt läuft's aber. Wir eilen. Er ist weg. Verdammt! Unsere einzige Chance! Es ist nicht vorbei. Wir finden eine neue Spur. Wohl kaum. Glaubst du, er wird so leichtsinnig sein, wenn er weiß, dass wir ihn jagen? Du hattest die einmalige Gelegenheit, sein Leben zu beenden und du hast sie nicht ergriffen. Um dich zu retten. Dazu hattest du kein Recht. Was sagst du da? Ich würde alles riskieren, um Germain zu töten. Wenn du nicht Manns genug für Rache bist, brauche ich deine Hilfe nicht. Elise. Elise! Klare Worte, doch wo sie recht hat, hat sie teilweise auch recht. Erinnerung abgeschlossen. Oh Mann. Die Hinrichtung des Königs. Wahnsinn. Es geht weiter in der Assassinenbruderschaft und ich würde sagen, ohne große Umwege machen wir das auch. Die Nachbesprechung beim Rat, dem Rat Bericht erstatten. Denn ich denke mal, auch diesen Teil sollten wir nicht missen, sondern das direkt abschließen. Das mit den Schützen hat gut funktioniert, auch wenn ich da gut gesehen wurde und mich dann nochmal in der Masse verstecken musste, aber generell hat das gut funktioniert. Gegner betäuben ging nicht, da ich die Betäubungsbomben schlichtweg nicht besitze. Schade drum, aber ich denke mal, auch damit konnten wir leben. Naja, ich bin gespannt, wie es jetzt bei der guten Bruderschaft, bei unserem Rat weitergeht, denn schließlich könnten auch sie die etwas negative Position von Elise einnehmen. Oder eben positiv reden darüber, dass wir das Leben unserer verbündeten Templerin geschützt haben, was ich eher, ja, wovon ich nicht ausgehe, um ehrlich zu sein. Aber wir werden jetzt herausfinden, was wirklich ihre Meinung ist. Und vor allen Dingen, wie es weitergeht. Ah. Gott, dass sowas in Paris nochmal vorkommt, ist ja der Wahnsinn. La Vérole pour lui manger la cervelle.
So. Den haben wir. So. Das hätten wir. Wir plündern mal. Ich hoffe noch mal auf Kugeln, aber ich denke mal, da werden wir enttäuscht. Naja. Rein zur Bruderschaft. Ich habe eine Mission für euch. Interagieren. Und ich bin gespannt, wie sie reagieren werden. Germain ist entkommen, der Weise, der Anführer des Templerordens. Und das ist im Nachhinein jetzt Arnos Schuld. Wie gesagt, ich habe auch jetzt keine Schwierigkeit darin gesehen, Elise allein zu lassen. Wobei ich wahrscheinlich auch... Au. Wie geht es dir, Arno? Das ist ja eine tolle Begrüßung, wobei ich wahrscheinlich genau wie Arno gehandelt hätte, wenn meine Freundin, meine geliebte Person, ja, von so vielen attackiert worden wäre. Oh Mann. Arno! Ich habe ein ungutes Gefühl. In Gottes Namen ist heute bitte am Place de la Revolution geschehen. Germain war dort und ich kenne nun seinen Plan. Ihr müsst... Solltet ihr diese Ermittlungen nicht anderen überlassen? Ja, aber hört doch! Ja, aber hört doch! So wenig achtet ihr die Bruderschaft? Ich hab's gewusst. Ich sagte Mirabeau, dass ihr zu tief in eure persönlichen Fäden verstrickt seid. Darum trat ich doch der Bruderschaft bei. Ja, nicht weil ihr unsere Ideale teilt oder euch berufen fühltet. Aus Rache. Wiedergutmachung! Nennt es, wie ihr wollt. Ihr habt euch den Befehlen des Rats wiederholt widersetzt, Ziele ohne Billigung verfolgt und mit jedem Schritt unser Credo missachtet. Meisterin Trenet? Angesichts dieser Fakten bleibt mir leider keine andere Wahl, als über euren Ausschluss abstimmen zu lassen. Meister Bellier? Dafür. Was wollt ihr? Meister Kemal? Dafür. Arnaud Dorian, der Rat hat entschieden. Euer Rang und Titel werden euch genommen und ich verstoße euch hiermit aus der Bruderschaft von Paris. Das kann nicht euer Ernst sein. Hört mich an, ich weiß, was Germain am Schilde führt. Ich kann ihn aufhalten. Die Entscheidung dieses Rats ist endgültig. Wir erlauben euch zu gehen. Streng genommen müsste man Arno ja jetzt hinrichten, denn er weiß ja theoretisch zu viel, oder etwa nicht? Liebe und Pflicht, Sequenz 10, synchronisiert. Aber er weiß doch viel zu viel über die Bruderschaft, den kann man doch nicht gehen lassen. Wenn der jetzt ein Überläufer wird und bei den Templern mithilft. Ich weiß ja nicht, also ich würde ja sagen, verstoßen gibt es nicht, wenn schon, ausschalten. Um halt den Credo und die Bruderschaft zu wahren, aber... Das ist wohl nicht meine Entscheidung. Und das mag vielleicht auch der eine oder andere anders sehen, aber ich finde, in Arno besteht jetzt eine riesige Bedrohung für die Bruderschaft selbst. For itself, um es auf Englisch zu sagen. Versailles, 4. Juni 1793. Thank you.
nein! Wo ist sie? Brasserie Garçon. War das letzte Nacht? Oh. Versailles, 12 Stunden zuvor. Mach, dass du hier rauskommst. Aber ich... Raus! Du hast genug Ärger gemacht für eine Nacht. Schön. Dann besorge ich mir meinen Wein eben anders. Oh. 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 Ich glaube, wir sind ein bisschen angeschwipst. Das war ja ein leichtes. Das kann nicht sein, ich war direkt hinter dir. Stirb, Verräter! Ja. Komm doch mal gucken, mein Freund. Oh, oh. Jemand hat Saint-Pierre kalt gemacht. Für die Revolution! Stimmt, ihr verfluchten Gemäßigten verdient nichts anderes als eine Kriege im Leib. Geht in seinen toten Winkel! Bastard! Man kann also auch normal kämpfen. So. Ja, das geht also auch. Gut zu wissen. So. Ich dachte mir, dass Arno vielleicht weniger aushält, aber so ist das ja ein leichtes, hier heil durchzukommen. So. Nicht gehört. Boah, die Kamera. Wow. Ich hätte schwören können, er ist direkt hinter mir. Vor dir. So. Schneidet ihm den Weg ab. Wie hat der mich denn jetzt gesehen, wenn ich mal fragen darf? Oder... Naja. So. Was geht hier vor sich? Oh Mann, ein Schloss knacken, das kann ja lustig werden. Ah ja. So, ein bisschen Wein und eine tote Ratte. Arno sucht übrigens die Uhr, soweit ich das denke, die Uhr seines Vaters. Meine Interpretation, und die ist jetzt wahrscheinlich...
Vielleicht liegt sie noch dort. Genau. So habe ich das auch verstanden. Was verfluchter Latouche. Latouche? Moment. Was ist denn mit Versailles passiert? Na, wenn das nicht der beste Gastwirt der Stadt ist. Ich will mein... So, wir haben hier Zeitungen. Ich würde sagen, wir gönnen uns mal eine. La Patriote 1794. Wir hegen keinerlei Zweifel, dass das Pantheon bald die sterblichen Überreste eines weiteren Helden Frankreichs empfangen wird. Ruhm dem Gedanken an Louis Michel Lepelletier de Saint-Varjou, einem Märtyrer der Revolution. Es kommen viele verwirrende Berichte aus der Vendée oder Vendée. Doch offenbar wurden Tausende in einer Reihe blutiger Revolten verwundet oder getötet. Ganze Städte mussten sich den Rebellen anschließen, um nicht geschleift zu werden. Wir sind die Eskapaden dieses vergreisten und liederlichen Aristolait. Und wieder taucht sein Name in Verbindung mit perversen und möglicherweise mörderischen Umtrieben unweit von Les Allées auf. Will uns denn niemand von dieser Schande für Frankreich erlösen? Jean Nollet und sein erstaunlicher schwebender Junge. Die Wissenschaftler versetzen sich selbst mit Experimenten zu neu entdeckten Kraft der Elektrizität in Erstaunen. An Seidenschals aufgehängte Jungen haften an verschiedenen Objekten, höchst rätselhaft und erbaulich. Wir müssen alle das Unsere für den Krieg tun, Bürger. Braucht ein Kommissar euer Korn, dann segnet ihn dafür. Wenn ein Anwerber eure Söhne holt, dann küsst sie zum Abschied stolz. Und sollten sie fallen, wie es viele werden, dann ehrt ihr pflichtbewusste Opfer. Ah ja. Mobilisation zum Krieg. Und wie sie alle scheitern werden. Aber das ist eine andere Geschichte. So. Journal de Paris. Ein rätselhafter Kult in den Tiefen der Cité. Gerüchteweise soll ein seltsamer religiöser Kult, dessen Wurzeln mehrere Jahrhunderte zurückreichen, absonderliche Rituale in den unterirdischen Kavernen abhalten. Lächerlich, natürlich ist es das. Bürger-Egalité scheint die treibende Kraft hinter der Verurteilung seines Vetters Louis Capet zu sein. Seine weisen Einschätzungen zur Lage und dem, was auf dem Spiel steht, halfen dabei, viele Unentschlossene zu überzeugen. Die Vendée erhebt sich gegen uns Bürger. Sie halten im Atem fest und fürchten den Fortschritt. Sie töten Patrioten und holen sich ihre Hilfe bei den Engländern. Gewalt gegenüber Landsleute dauert mich zwar, doch sie werden eine bittere Niederlage erleiden. Ein Revolutionstribut wird unsere Gesetze in diesen Kriegszeiten bewahren, die Justiz beschleunigen und die Republik schützen. Wir dürfen niemanden dulden, der nicht mit dem Strom der Freiheit schwimmt. Saint-Just prägt die Mode. Louis Antoine de Saint-Just, eben jener aus dem gepriesenen Wohlfahrtsausschuss, schenkt der Menge vor dem Jakobinerclub Inspiration. Gewandet in einer ungewöhnlichen Weste von exquisitem Schnitt erfreut der erst unlängst ernannte Präsident des Konvents alle Anwesenden mit seinem herrlichen Locken und seinem edlen Antlitz. Ja, wenn man mal keine andere Probleme hat. So, ich würde sagen, wir werden noch einmal gucken, beziehungsweise nachsehen, ob wir denn die Uhr dort hinten finden werden. Und danach setzen wir auch einen kleinen Schnitt und werden dann im nächsten Video fortfahren. Hey, das gehört dir nicht. Haltet ihn fest. Dass wir jetzt natürlich hier in Versailles sind, gefällt mir sehr gut. Denn wie gesagt, alte Orte erneut zu besuchen, finde ich sehr, 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 sehr atmosphärisch. Sieht aus, als hätte es hier einen Kampf gegeben. Nicht nur einen. Oh Gott, nicht ihr schon wieder. Habt ihr nicht schon genug angerichtet? Nein, ich...
Die Uhr meines Vaters. Habt ihr sie gesehen? Hab ich nicht. Fragt doch die vier Männer, mit denen ihr euch angelegt habt. Idiot. Pass auf! Tu das besser nicht, Junge. Leck mich, alter Mann. Oh Mann. So. Auf Wiedersehen. Oh. Aua. Da war unsere Uhr. Du. Wo ist dein Meister? Ach, Scheiße. Nein, komm zurück. Boah, wo ist der denn? Meine Güte. So. Oh, meine Güte. Kleine 360-Grad-Drehung gerade gemacht. Und das mit dem Wendekreis von Arno, das ist schon ganz schön schwierig, Leute. Wo? Am Palast! Sie sind am Palast! Danke. Oh, Mann. Oh Mann. Am Ballast. Das kann ja nur lustig werden, Leute. Ladebildschirm. Ich würde sagen, Leute, an dieser Stelle hier machen wir einen kurzen Schnitt. Vergiftete? Ist das hier etwa Gift? Was war das? Klar, ich musste doch was tun. Das war kein Gift. Wie dem auch sei, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Schnitt und werden beim nächsten Mal hier fortfahren am Tiefpunkt Erinnerung 1 der 11. Sequenz. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Assassin's Creed Unity.